Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier auf unserem Kanal. LS19 auf der Map unter Griesbach. Ja, ich stehe hier auf dem Sojafeld, so wie in der letzten Folge ja schon gesagt. Ich habe Soja angesät und so weit vorgespult, dass die Sojabohnen jetzt zum Ernten bereit sind. Ich habe aber noch vieles weitere gemacht und gut, Kontostand oben ist auch relativ groß, aber der war noch viel größer, denn ich habe den Schweinestall schon gekauft. Ja, den werden wir auch gleich mit Schweine, mit Schweine befüllen, sagen wir mal, wir werden Schweinetiere kaufen und dann auch den so weit fertig machen, dass die Tiere gut versorgt sind. Wenn euch die Aufnahme gefällt, wie immer, lasst ein Like da. Für alle neuen Abo, schreibt was in die Kommentare und betätigt die Glocke, da so, dass ihr die nächste Folge nicht verpasst. Viel Spaß beim Zuschauen. Okay, was habe ich noch gemacht? Gut, ich setze jetzt einfach mal den Helfer erst hier drauf. Dann kann der schon mal hier weiter die Sojabohnen ernten. Die können wir dann nämlich eventuell gleich direkt mitnehmen, wenn wir zum Schweinestall fahren. Ja, ich habe die beiden Felder hier. Da war ja Kartoffeln drauf, die haben wir ja lange gehabt. Die habe ich verkauft. Da hat jetzt der andere Bauer, der die gekauft hat, hat jetzt hier schon Ölrettich drauf angesät. Ich habe gut zwei volle Tage habe ich gespult, vorgespult. Was habe ich noch gemacht? Ich habe den Anhänger verkauft, den großen. Dann habe ich den Fendt 939er, den habe ich auch verkauft. Weil ich den eigentlich gar nicht mehr so, also einen von den großen brauchte ich eigentlich gar nicht mehr so von den Traktoren. Dann habe ich die ganzen, springen wir mal hier rüber, die ganzen Sachen, also die Tierprodukte alle verkauft. Also Milch habe ich wieder verkauft, Wolle habe ich verkauft, Eier habe ich verkauft, Tiere habe ich übrigens auch reduziert. Also wir hatten, außer die Kühe, die Hühner, wir hatten... Ich habe 150 Hühner verkauft, weil die haben sich echt hier pro Huhn waren schon 50 Hühner mehr. Die habe ich jetzt wieder auf unsere, also auf 300 runtergeschraubt. 300 Tiere insgesamt. Die Schafe waren auch, da habe ich auch, ich glaube, 20 Tiere verkauft. Ja, außer die Kühe, weil die möchte ich gerne, dass die auf 100 hochgehen. Und ja, so habe ich mir dann eigentlich auch vorgenommen für die Schweine. Wir können jetzt mal hier reingucken. Ich glaube, der ist leer. Ja, der ist leer. So, jetzt nochmal hier kurz reingeguckt. Ne? Hier sind die ganzen Kartoffeln. Kartoffeln haben wir nicht ganz die 200.000 geschafft. Da sind nur 193. Aber ihr seht hier Kartoffeln, Zwiebeln, Rüben, Karotten. Also, da werden wir mal sehen, was wir da für die Schweine tun können. Und ja, apropos Schweine, dann switchen wir jetzt mal hier rüber. Gehen in unseren sehr zuverlässigen 942, der auch schon 23 Stunden drauf hat, aber läuft wie ein Uhrwerk, der Gute. So, fahren wir mal hier rüber und warten, bis der Arbeiter seine 100% hier hat. Dann tanken wir den einmal ab und fahren dann rüber zum Schweinestall. Und da können wir schon mal die ersten Sojabohnen einfüllen. Dann haben die falsch noch. Da brauchen sie auf jeden Fall Wasser, brauchen sie Stroh, brauchen sie auf jeden Fall. Ja, da werden wir mal gucken. Mal gucken, wie lange der noch braucht hier. Die Tiere kosten ja gleich auch noch was. Und ich denke mal, wenn wir 50 Schweine kaufen, sollte das erstmal reichen. Da werden wir auch keinen Mix machen. Ich habe mich für die schwarzen Schweine
Es gibt ja einmal pinkfarbene Schweine, da gibt es pinkfarbene mit schwarzen Punkten, dann gibt es schwarze und ich glaube schwarze mit rosanen Punkten. Mal gucken. Nehmen wir erstmal 10.500 Liter Sojabohnen mit. Die kommen nämlich hier einmal bei einem so einem Abtanken raus und fahren dann zum Schweinestall. Dann gucken wir mal. Auf geht's. Fahren wir hier vorne. Feldrand lang. Und dann sind wir hier schon auf dem Schweinemasthof. Da gucken wir mal jetzt. Mal den Traktor aus. Machen wir hier auf. So, ich denke mal, hier wird wahrscheinlich der Trigger für Stroh sein. Draußen für Essen. Hier wahrscheinlich für das Futter. Und da hinten wird der Trigger sein fürs Wasser. So. Machen wir hier auch mal auf. Da sind ja in so Boxen drin hier. Bin ich auch mal gespannt, wie das aussehen wird. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo denn hier. Das wird der Trigger für die Tiere sein. Ja, also hier seht ihr rosa, weiß. Ah, weiß nennt man die mit den schwarzen Punkten. Okay, schwarz-weiß. Und schwarz. Wir nehmen nur schwarze. So, ein Schwein kostet 1.000 plus 50 Gebühren. Okay, die sehen wir jetzt mal nicht. Dann holen wir uns jetzt mal 50 schwarze Schweine. Eins. Das ist ja relativ einfach. Einfach 50.000. So, 50. Geht eins mehr? Ja, geht eins mehr. Verschieben wir aber wieder. Jetzt haben wir. Ja, Trottel. So, verschieben. Bestätigen. So. Dann haben wir jetzt 50 schwarze Schweine. So, gucken. Okay, da Frischmais. Mais, Kleesilase. Klee, feuchter Klee, okay, aber da unten steht, was wir brauchen, um auf 100% zu kommen. Na dann, bitte, alles brauchen wir. Sojabohnen, da haben wir schon mal Sojabohnen. Mais haben wir auch. Dann sind wir schon bei 65. So, dann haben wir Kartoffeln, Zuckerrüben, Karotten haben wir auch. Das sind nochmal 17. Dann sind wir bei 75, 82%. So. Und da wir eh gucken müssen, dass wir Klee machen, könnten wir dann da auf 100 kommen, weil unsere Luzerne ist zu Ende. Also die, wir haben nur noch feuchte Luzerne oder nur noch Luzerne da drin. Nur mal gucken, dass wir irgendwo ein Feld auftreiben, wo wir Klee ansehen können. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir gucken erstmal nach den Schweinen, wie das denn hier aussieht. Wo sind die denn? Wo sind denn hier die Schweine? Da! Eins sieht man von 50. Das ist der Rest. Da ist noch eins. Da sind noch zwei. Okay. Da sind auch noch ein paar. Na, wie komme ich denn hier wieder raus? Ist egal. Gucken wir einfach mal. Vielleicht ist 50 auch ein bisschen wenig. Haben wir denn Geld? 150. Bleiben 91. Ja, komm, ist egal. Machen wir gleich. Füllen wir erstmal hier rein. So, in der Zeit. Komm, was soll's? Nicht kleckern, klotzen. Wo ist denn jetzt hier dieser? Da. Nicht kleckern, klotzen. Holen wir aber nicht noch schwarze, sondern holen rosane. Oder? So was mischig. Nee, holen wir rosane. Nochmal 50, komm. Nicht kleckern, klotzen. So.
wir jetzt ein bisschen mehr. Wahrscheinlich auch nicht. Ah, doch, da. Da läuft ein rosanes. Ah ja, okay. 100 Tiere. Ist gut. So. Was hat das jetzt ausgemacht? Tropfen auf einen heißen Stein wahrscheinlich. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, holen wir jetzt erstmal... geht da Kartoffeln, ne? Kartoffeln gehen da rein. Ne, Karotten, doch Kartoffeln. Holen wir Kartoffeln. Ne, hier vorne dann. Aber überall erstmal ein bisschen rein. Dafür könnte jetzt natürlich ein größerer Anhänger besser sein. Allerdings, ja, mal sehen, ob ich mich da noch hinreißen lassen kann, einen anderen Anhänger zu kaufen. So, das hier. Ne, hier müssen wir ja gar nicht dran. Da haben wir die Kartoffeln. So. Das ist ja hier vorne. Würde ich sagen, nehmen wir einfach mal Kartoffeln jetzt. Und dann seht ihr, kommen hier die Kartoffeln raus. Also gerade eben dran, ne? Hier haben wir jetzt 100 Schweine. Und noch gut 89.000 Euro. Eine Tasche. So. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich Schweine mache. Die Schweine vermehren sich normalerweise relativ gut, wenn die auf 100% sind, dann ist die Reproduktionsrate relativ hoch, also die Zeit bis zum nächsten Tier. Da würde ich auch sagen, bei den Schweinen machen wir das so, dass wir das auch auf die 100 Tiere begrenzen. Und immer wenn so 20 Tiere näher sind, gucken, wie schnell das geht dann, dass wir dann die Tiere immer ja, verkaufen. So, gucken, Kartoffeln. Dann holen wir noch Mais. Wasser und Stroh. Dann holen wir jetzt erstmal Stroh. Geht relativ schnell. Das Stroh haben wir ja direkt hier vorne in dem Heulager. Aber ja, vor ein paar Folgen Strohreserven eingelagert. Neben den ganzen Strohballen, die ich von Anfang an habe, die immer noch massig da sind und vorhanden sind, womit ich den Kuhstall immer befeuere. So. Stroh. Ja, schon mal loses Stroh. Hoffe ich, dass ich mit dem Anhänger, das könnte klappen, weil der relativ gering, relativ klein ist. So, jetzt haben wir hier Stroh drauf, machen wir die Plane drauf. Und das Stroh ja wegfliegen. Und dann kippen wir auch nicht nach oben ab, weil der Schweinestall ist relativ flach.
wenn der hat ja kein Band innen drin, wo das Stroh dann so rauslaufen würde über das Förderband im Anhänger selber, sondern der Anhänger muss so klassisch gekippt werden. Wenn der sich kippt, dann kommt der wahrscheinlich oben an die Decke. Ich hoffe, dass wir da überhaupt reinkommen. Mal gucken. Abkippseite hinten. Links. Kippt er zur Seite. Mal gucken, ob wir überhaupt mit dem Traktor da reinkommen. Das sieht nämlich ganz schön flach aus. Ja, das war's schon. Oh. Gucken. Ich kriege aber trotzdem irgendwie in den Anhänger da reingedrückt. Der Anhänger ist der Anhänger flacher. Ja, obwohl das klappt. Mal nur gucken. Gerade da reinfahren. Mit dem vorderen Giebel. Das auch. Ah, weil der Traktor so groß. Ja, mal gucken. Oder wir machen einfach. Ja, aber dann gibt er dann auch. Das funktioniert nicht. Das funktioniert so schon mal nicht. Heißt, wir brauchen einen Anhänger, der da reinpasst. Gucken, ob die andere Tür größer ist. Na komm. Das wird aber kaum hinhauen. Das ist natürlich auch. Okay, vielleicht ein bisschen. Ein bisschen weiter raus. Wenn der den ankippt. Jetzt geht erst der Trigger auf. Ah ja, genau. Das wollte ich nämlich nicht. Was, wenn wir nach hinten machen? Seite rechts, Kornschieber. Hinten. Nee, das geht gar nicht. Ja, da brauchen wir einen anderen Anhänger auf jeden Fall. Okay, gut. Stroh sitzt drin. Naja, nicht viel. Oder wir laden das Ganze. Gucken wir mal. Okay. Gut. Passiert halt. Naja. War ein bisschen länger jetzt. Ich werde hier weiter rumversuchen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.